Ich bin ein Russe, guten Tag. Ich habe die Art, die jeder mag. Der Russack mit der AKM-Rucksack ist wieder mal am Start, Leute, und heute mal mit einem ganz besonderen Thema, denn es geht heute mal um Visca Basa. Der gute Visca Basa, aka Anton, veranstaltet ein kleines Event oder halt ein kleines Projekt, wo man die Möglichkeit hat, sich als kleiner YouTuber ein bisschen durchzusetzen und ein paar Zuschauer zu gewinnen. Und da wollte ich auf jeden Fall mein Glück versuchen. Schauen wir mal, wie das wird. Und jetzt erstmal stelle ich mich vor für die Leute, die mich noch nicht kennen. Also, mein Kanalname ist Russack Russian Soldier. Mein echter Name ist Artyom, also Russisch halt, und Atem auf Deutsch wäre das ungefähr. Und ich bin 16 Jahre alt und ja, das war's dann auch schon fast. Zu mir, was ich noch ansprechen wollte, ich mache Commentaries seit circa 1,5 Wochen und Call of Duty spiele ich auf dem PC seit circa 2 Wochen, da es sozusagen meine einzige Aufnahmequelle ist und ja, ich auf jeden Fall mein Glück da versuche und mich erstmal meine Skills ein bisschen hochsteigere, was allerdings ganz gut klappt. Jetzt gehen wir zum Themen-Commentary zu Visca Basa. Erstmal zu dir, Visca Basa, wie habe ich dich entdeckt? Also entdeckt habe ich dich durch Muscle Scorpion. Ich war auf jeden Fall auf dem Kanal von Muscle Scorpion und habe auf jeden Fall dich dadurch entdeckt. Und dann, als ich auf deinen Kanal erstmal kam, wurde mir dein rollendes R wie ein Sturmgewehr sofort klar, dass du Russe bist. Dann habe ich es auch rausgefunden, da in einem Video du gesagt hast, dass du halb Russe bist. Hat mir auf jeden Fall ein fettes Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Wie du weißt, ich bin selber Russe, wahrscheinlich hört man das sogar raus. Ich bin kompletter Russe allerdings und ich freue mich auf jeden Fall, dass die Community, also die Szene sozusagen ein bisschen mit ein paar Russen gefüllt wird und deswegen versuche ich auch mein Glück. Und ja, auf jeden Fall hat es mir sozusagen den Drang gegeben, auf jeden Fall dich zu schauen, hat mir auf jeden Fall sehr gefallen, was du da machst und deine Commentaries stechen sofort ins Auge, da denkst du nur so, oh fuck. Deine Commentaries sind auf jeden Fall sehr, sehr nice, meiner Meinung nach, weil nicht jeder kann live kommentieren, so gut und dabei so krank abgehen. Zu deinem Skill muss man echt ganz klar sagen, du bist einer der Besten, die es weltweit sogar, würde ich sagen, gibt in die Call of Duty Szene. Schätze ich jetzt mal, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, es gibt nicht so viele, die so krank abgehen. Auf jeden Fall, wenn, dann gehörst du auf jeden Fall zu den Besten, würde ich sagen. Und ja, ganz klar, so zu spielen, so zu kommentieren gleichzeitig, das ist schon mal eine Herausforderung, die, glaube ich, nur die wenigsten schaffen könnten. Auf jeden Fall sehr amüsant, was du da machst. Ich mag deine Kommentare sehr. Ich habe bis jetzt wirklich dich unter meinen Favoriten aus, okay, ein Hauptgrund natürlich, dass du mein Landsmann sozusagen bist, was mich wie immer sehr erfreut, Alter. Richtig nice. Und dass du auch sehr cool drauf bist. Und ja, das kann man auf jeden Fall nur loben. Ein fettes Dankeschön, dass es dich gibt. Das Einzige, was ich traurig finde, dass ich dich circa seit 3 Wochen schaue oder so. Ich finde es auch richtig cool von dir, dass du deine eigene Art durchziehst, dass du dich nicht mit irgendwelchen Beefs und sowas einmischst, dass du einfach so bist, wie du bist. Und ja, dass der Fame dir auf jeden Fall nicht zu Kopf steigt und du nicht unbedingt irgendwie noch mehr Fame brauchst. So kennt man ja auf jeden Fall. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, dass du, ja, sozusagen solche Projekte überhaupt startest, dass du für deine Community dich erstmal einschaltest, das ist auf jeden Fall ein fetter Respektpunkt. Deswegen sage ich dir, Bratuche, mach weiter so, mach weiter bitte so und verlass uns nicht, weil du musst einfach so bleiben, wie du bist, weil so bist du Visca Basa, Alter, der auf jeden Fall alles zerfetzt, der alles zum Schwitzen bringt, wie du gerne sagst. Und deswegen, ja, wie gesagt, fettes Respekt an dich. Was kann man noch über dich erzählen? Ja, deine witzigen Sachen wie Call of Duty CDs verbrennen wollen, Call of Duty CDs aus dem Fenster werfen, ist auch allerdings ganz schön amüsant, muss ich sagen. Gefällt mir sehr. Deine Abonnententreffen habe ich auch gerne verfolgt, die ganzen Videos da mit Muscle Scorpion habe ich voll gerne angeschaut. Gefällt mir, wie ihr auf jeden Fall eure Community sozusagen ins Spiel bringt. Und das kann auf jeden Fall nicht jeder. Ich weiß, dass es irgendwann mal vielleicht nicht so wirklich möglich ist, weil du dann vielleicht ein bisschen zu groß wirst. Aber versuch einfach dein Dasein sozusagen weiter so zu beibehalten. Mein Deutsch ist auf jeden Fall nicht immer das Beste, was man noch dabei sagen sollte. Ich bin ein Russe, der sehr viele Sprachfehler hat. Ich bin zwar auf dem Gymnasium, in der 11. Klasse, by the way, aber mein Deutsch kackt trotzdem oft ab. Und deswegen hoffe ich, stört es dich nicht so. Und ja, ich hoffe, diese kleinen Minuten, die ich über dich jetzt ein bisschen geplaudert habe, hast du angehört, weil ich glaube, das ist alles, das geht eigentlich alles an dich. Und ja, auf jeden Fall erzähle ich jetzt vielleicht noch ein bisschen zu mir. Da ich ja sozusagen erst vor 2 Wochen mit Call of Duty auf dem PC angefangen habe, bin ich noch ein bisschen noobig. Was man noch ganz klar zu dir sagen kann, ich war noch nie so der BO2-Fan, muss ich sagen. Ich fand BO2 nicht so das beste Spiel, aber durch deine Gameplays habe ich einfach so Bock drauf bekommen, dass ich einfach so gesuchtet habe in den letzten Tagen, weil, ja,
wenn man sozusagen sieht, wie du so abgehst, dann hat man so die Lust, genauso abzugehen. Und dafür erstmal auch ein fettes Respekt, dass du sozusagen Spielsucht wächst. Nee, also sozusagen Bock machst. Einfach wirklich Bock machst. Und das schafft auf jeden Fall nicht jeder. Ja, ich würde sagen, ich komme jetzt auch fast zum Schluss. Ich erzähle vielleicht jetzt noch ein bisschen zu mir, was ich vielleicht vorstelle unter den YouTube-Sachen. Also wie gesagt, ich bin noch ganz neu auf YouTube, also in dieser Commentary-Szene. Deswegen würde ich sagen, bewerte mich nicht zu streng. Ansonsten würde ich sagen, keine Ahnung, falls ich euch ein bisschen gefallen habe und so weiter, ihr wisst Bescheid. Danke erstmal an dich, Viscabasse, dass ich hier teilnehmen konnte. Und falls ihr Lust habt auf mehr, könnt ihr gerne bei mir vorbeischauen. Euer Rusak. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Und an dich, Viscabasse, mach bitte so weiter, wie du weitermachst. Und so, ja, gutes Deutsch, Alter, mach bitte so weiter, wie du weitermachst. Mach einfach so, bleib einfach so, wie du bist. Und hau rein, Leute. Und ciao.